Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns heute Another Crab's Treasure an. Ich habe noch keine Ahnung von dem Game. Ich habe nur ein, zwei Clips gesehen davon. Ich finde, es schaut mega nice aus. Ich bin mega hyped auf das Game. Ich werde das nebenbei streamen auf Twitch. Also nicht wundern, wenn da mal die ein oder andere Interaktion vielleicht mit dabei ist. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal. Und dann gehen wir rein ins Spiel. What word comes to mind when you think of the earth? For some, that word might be beautiful. Others might say the world is hateful. Or evil, or unstable, or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their given environment. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. And others still, as we will soon see. Und cooler Trailer. Prefer to be cooles Intro. Left alone. Okay, schaut aus, als würden wir jetzt hier starten. Mein Controller vibriert. Sir, please open up. Oh, you're not a bird. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back in upwards of 10 tides. If you are presently unable to pay this balance, the duchy will claim your home until you... Hold on. I've got some questions. First of all, what's a duchy? Also, taxes? Okay. So basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So, everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds here. I don't know if it's really safe. Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. You gotta pay up right now or I'm gonna have to repo your property. Got it? Okay, okay. I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. Okay, jetzt können wir das erste Mal rufen. Ich finde das mega random, dass das einfach so ein Stockhai, so ein, weiß ich nicht, so ein Fake-Hai ist. Okay, kann ich sonst was machen? War das jetzt mit R2? Ne, mit Kreis. Okay, mit Kreis kann ich rufen. Okay, mit Herztank kann ich mich scheinbar essen. Ich weiß nicht, ob das mich hielt, keine Ahnung. Mal gucken. Jetzt wird mir die Muschel geklaut. Frechheit. Warum nimmt er nicht einfach den Seetang? Herztang. Okay, da gehen wir mal da hinter. Wenn er schon da hinten auftaucht. Oh, mit Kreis kann ich springen. Okay. Springen ist X. Thank you.
Schon Assi vom Hai. Okay, warte mal, kann ich irgendwie eine Map öffnen oder so? Ne, L1 ist. Ist das ein Block? Könnte sein. Muss ich jetzt hier reinspringen? Let's try. Scheinbar ja. So falsch kann es nicht gewesen sein. Okay. Schauen wir uns das hier mal an. Im Sprung gedrückt halten, schwimmen. Okay. Ah, okay. Warte mal, wie komme ich jetzt? Ah, okay. Easy. Jump'n'Run mäßig, ja. Was ist das hier? Rotkralle. Tauschen gegen ein gegen 250 Stücke Mikroplastik. Okay, also basically einfach nur Loot. Loot, den ich brauchen werde später. Vorne ist eine Krabbe. Erster Fight, maybe. Was hat man hier mit einer richtig coolen und gemütlichen Muschel gesehen? Wer? Wer bin ich? Ne, wer ich bin? Der nicht abmelden. Okay, das wird ein erster Fight. Oh mein Gott, das sind. Wieso sind das auf einmal vier? Ich habe keine Ahnung, wie man fightet. Pfeiltaste nach oben, heile ich mich, okay. Oh! Bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich keine Ahnung habe. Muss ich denn vielleicht da hinten drauf springen? Ich habe Real Talk keinen Plan. Gibt's. Warte mal. Ah. Fertigkeiten. Optionen. Warte mal. Alter, kurz mal die Steuerung angucken. R1 angreifen, okay. Hey, R1 passiert legit nichts. Ich kann nicht angreifen. Ja, okay, dann verpisse ich mich jetzt. Also, hä? Ist ja Quatsch. Das ist ja wirklich Quatsch. Spawnen überall Gegner und ich kann mich nicht verteidigen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir irgendwas. Okay, ich hätte einfach durchrunnen sollen. Scheiße. Jetzt habe ich 2 Healing verbraucht. Was ist das denn jetzt? Okay. Ich habe jetzt eine Gabel, mit der ich mich verteidigen kann. Okay. Muss ich das Glas maybe jetzt kaputt machen? Ja. Ist klar. Ja,
ausweichen, habe ich jetzt schon gecheckt. Nice. Okay, ich, es war ein bisschen dumm, dass ich da einfach stehen geblieben, nicht stehen, ja doch, hauptsächlich, maybe stehen geblieben bin. Es war ein bisschen dumm, dass ich da vorhin stehen geblieben bin, weil ich jetzt viel weniger, also was ist viel weniger, aber ich habe jetzt nur noch ein Healing, das ich nutzen kann. Und davor hatte ich halt drei. Also die zwei Healing, da habe ich verschwendet. Was ist das denn? In der Nähe von dieser kleinen Plattform werden die Meeresströmungen ganz warm. Irgendwie gemütlich. Vielleicht kann ich mich hier ein bisschen ausruhen. Das schaut mir ein bisschen aus wie dieses in Star Wars, diese Dinger, wo man immer leveln konnte. Mondschnecken ausgefunden. Berühre diese leuchtenden Meeresströmungen, um ein lang vergessenes Mondschneckenhaus wiederherzustellen, in dem du dich ausruhen kannst, um deine Gesundheit zu regenerieren. Ja, das dachte ich mir fast. Wirst du umgebracht, erwachst du in diesem Mondschneckenhaus wieder zum Leben, das du als letztes besucht hast. Also aktiviere möglichst jedes, das du entdeckst. Okay. Gehen wir mal rein, dann kann ich mich healen. Ah, ich sollte vielleicht... Moment. Okay, schauen wir uns das mal an. Zufluchtshöhle, Levelaufstieg, was kann ich hier machen? Mikroplastik und Levelaufstieg. Die Macht, die den Mondschneckenhäusern innewohnt, ermöglicht es dir, dich von Mikroplastik zu reinigen, wodurch du Energie gewinnst. Allerdings werden dir gewisse Leute interessante Sachen im Tausch gegen den Mikroplastik anbieten, also bewahre dir lieber ein paar Stücke. Achso, okay, hier. Kosten für das nächste Level 300. Ich habe 75 Mikroplastik. Also irgendwas skillen kann ich nicht. Aber gut zu wissen. Panzersammlung. Okay, gibt 69 Panzer, die man sammeln kann. Das war's dann schon. Okay, verlassen. Gehen wir weiter. Da vorne ist der Hai, ne? Ja. Bist du ja. Mann, du lässt einfach nicht locker. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Diese Muschel gehört jetzt der Herzogin. Wenn du sie zurückhaben willst, musst du das mit ihr klären. Meine Arbeit ist hier getan. Ach komm schon. Irgendwas muss ich doch tun können. Klar, jetzt wo du sagst, du kannst mich mal an der Schwanzflosse lecken und mich endlich in Ruhe lassen. Muahaha, man riecht sich kleiner. Dieser Hai. Frech. Crazy. Ja, sprechen wir mal mit ihm hier. Na sowas, euch Krebse verschlägt es nicht sehr oft von der Restwassersenke hierher. Naja, ich hatte keine große Wahl. Weißt du, was hier los ist? Ich habe gehört, dass jetzt eine Herzogin das Sagen hat. Yep, und mit der ist nicht gut Algen essen. Wenn die Flut kommt, muss ich mein hart verdientes Mikroplastik springen lassen, nur weil ich existiere. Und was kriege ich dafür? Gar nichts. Die Alte baut nur weiter an ihrem Schloss rum und heuert immer mehr Soldaten an. Oh, wie cool. Wo finde ich sie denn? Sie hat nämlich was, was mir gehört. Kumpel, mach die Augen auf. Da musst du nicht so blöd fragen. Oder ist dir das riesige Schloss da vorne entgangen? Okay. Ich finde es schon mal gut, dass es so ein bisschen humoristisch ist. Auch die Texte da. Alles klar. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Hoffentlich kann sie das Missverständnis mit den Steuern aus dem Weg schaffen. Ach, du bist einer von diesen Schmarotzern. Denkst wohl, du musst keine Steuern zahlen, weil wir anderen die Gesellschaft schon am Laufen halten, was? Aber hast du nicht gerade gesagt, ihr Einsiedlerkrebse seid alle gleich. Schnappt euch einfach die Häuser, die wir im Schweiße unseres Angesichts aus Kalk gebildet haben. Wärst du mal lieber in deiner Restwassersenke geblieben, du kümmerliche Garnele. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ach ja, dann sollte ich dir vielleicht mal was tun. Okay, Bro. Ja, das ging schnell. Seit der Brutzeit der Möwen hast du nicht mehr so gefährlich gelebt.
Aber eigentlich muss es ja nur zum Schloss schaffen, genau wie diese übellaunige Schnecke gesagt hat. Die Herzogin ist hier für die Steuern verantwortlich, also hat der Hai meine Muschel bestimmt zu ihr gebracht. Wenn ich ihr die Situation erkläre, löst sich sicher alles in Wohlgefallen auf und ich kann mich wieder aufs Ohr hauen. Das klingt doch gut. Okay, den Panzer kann ich also nicht tragen. Schade. Ich guck mich mal hier ein bisschen um, nicht dass ich irgendwas übersehe. Aber ich denke mir, die Zigarettenstummel geben den Weg an. Aber hier hinten ist... Da ist irgendein Vieh, was Stress will. Ja, hab ich. Easy. Und hier oben leuchtet irgendwas. Was ist das? Aufheben. Brotkralle. Sehr schön. Ich würde irgendwie gern da hochgehen, wo ich jetzt hingucke, aber ich glaube, da ist... Oha, da hinten läuft so ein Atze mit einer riesen Ding in der Hand rum. Okay. Den habe ich schon mal in einem Clip gesehen. Und da vorne läuft. Da vorne liegt eine Muschel oder was ist das? Nee, das ist keine Muschel. Das ist. Das schaut aus wie eine Ananas, aber. Es ist keine Ananas, weil die wäre ein bisschen klein für eine Ananas. Ich muss mich dran gewöhnen, R3 zu drücken im Kampf. Damit ich Fokus auf die Gegner habe. Da vorne liegt ein Feuerzeug. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Schauen wir mal kurz hier rüber. Da oben ist was. Da ist irgendein Kristall. Batterie. Oh. Das ist eine Krabbe, die den Kristall beschützt. Zwei. Aua. Aua. Oh, oh. Okay, die machen immer einen Doppelangriff. Nein! Ich habe Ziel gewechselt aus Versehen. Oh mein Gott, wie schlecht! Das erste Mal gestorben. Schade. Das war wirklich schlecht. Oh, jetzt spawne ich wieder bei dem Haus, ne? Muss ich die ganzen Scheiß wieder laufen. Oh, sag bloß, mein Fortschritt wurde nicht gespeichert. Doch, irgendwie schon. Doch, der wurde gespeichert, aber irgendwie wurden die... Ja, keine Ahnung. Komisch. Ah, ich habe kein Mikroplastik mehr. Mir wurde mein Mikroplastik geklaut. Der hier. Stachelhaken. Was ist das für... Selbst kräftige Gegner können die herangepumpt werden, wenn man ihre Schwachstelle erwischt. Okay, wie setze ich den Stachelhaken ein? Keine Ahnung. Werde ich rausfinden, I guess. Blutsternkörper. Der abgetrennte Arm eines Blutsterns. Sein früherer Besitzer konnte leicht einen Ersatz regenerieren. Sammle noch 4, um deine Lebenskraft zu erhöhen. Oha, cool. Ja, da konnte ich jetzt wenig dodgen, weil da kein Platz mehr war. Schade. Komm mal hier runter, Krabbe. Das ist ein Scheißplatz zum Kämpfen. Ich hab sie. Let's go. Mal heilen. Ich auch. Und jetzt bist du dran. Jetzt ist hier wieder 2v1.
go. Okay, die droppen manchmal Loot. Aua. Nice. Jetzt hier nochmal eine Brotkralle. Nein, warum hat er so komisch gedodged? Let's go. Kurz mal healen. Und dann gehen wir mal da runter. Ah, hier bin ich gestorben. Oh, ich krieg mein Mikroplastik wieder. Oder war das? Aua. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich mein Mikroplastik, das was ich vorhin hatte, wieder eingesammelt habe. Oder ob ich... Oh, das war knapp. Oder ob ich zufällig einfach ein anderes gefunden habe. Ich kann nicht dodgen. Das ist auf jeden Fall assi, hier die ganze Zeit gegen zwei zu kämpfen. Ich bin schon wieder dead. Es ist nicht. Ich meine, ich stelle mich bestimmt auch einfach dumm an, aber. Das Kampfsystem ist nice. Also, mir gefällt es, muss ich sagen. Aber ich bin einfach. Solche Spiele nicht gewohnt. Und solche Kampfsysteme. Vor allem das mit der Kamera. Also wenn man im... Wenn man jetzt in dem Fall vorhin, wo ich gerade wieder gestorben bin, gegen zwei Krabben, die dann die ganze Zeit die Position wechseln, das ist mit Fokuskamera vielleicht nicht so cool. Ich glaube, da sollte man eher Freecam spielen. Ja, das ist safe mein Todesort. Safe mein Todesort. Ja, okay, gegen zwei spiele ich lieber mit Freecam. Weil da kann ich selber entscheiden, wo ich hingucke. Aber gegen einen ist... Aua. Ja, ich muss mich echt... Ich sollte echt... mal drauf achten, wie die Gegner angreifen. Also ich weiß ja, dass sie Double Attack machen, aber passe ich noch nicht ganz gut auf. Was ist das jetzt hier? Kristall, okay. Hab ich jetzt einfach so bekommen. Machen wir die Fische da hinten nochmal weg. Schön. Oh, wichtig. Herztankschutte. Da hinten leuchtet auch noch was Blaues. Staatsqualle. Eine unfassbar große Menge von mikroskopisch kleinen Geschöpfen formt zusammen diesen bizarren Organismus. Plus 4... Ich weiß nicht, was MSG ist. Minus 3 Attacke. 3 Respe benötigt. Du hast gerade deinen ersten blinden Passagier gefunden. Lege diesen kleinen Freund im Statusmenü an, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Die Boni wirken allerdings nur, wenn du einen Panzer trägst. Sieh sie also nicht als selbstverständlich an. Okay, gut zu wissen. Das ist ja dann hier. Genau, blinde Passagiere. Der gibt mir dann diese Boni. Okay, das ist nice. Damit machen kann ich, nee, kann ich nicht anklicken. Mit den Kristallen kann ich. Ah, okay. Schneckenportation, sehr cool. Hier ist eine Map. Okay. Gehen wir weiter. Fight wieder. Oh, das hat mich jetzt gemacht. Ich habe so ein
ich springe, dann mache ich so einen Drehangriff. Da vorne ist das nächste Haus. Okay, nice. Oh, jetzt sind hier drei. Und noch ein Fisch. Ja, jetzt reicht's langsam. Aber die Fische sind schlecht, also wirklich. Die sind mega schlecht. Ich könnte mich langsam mal upgraden. Komm, greif an. Aua. Nice. Okay. Farmen wir mal die paar Viecher hier noch. Sehr schön. Da hinten noch. Das schaut mir irgendwie wie so ein Turm aus, den die beschützen. Also, dass es ein Turm ist, ist obvious, aber... Zurück, ihr Grobiane. Zurück, habe ich gesagt. Könntest du einem armen Tropf zu Hilfe eilen? Es sieht nämlich nicht besonders gut für mich aus. Ich dachte mir doch, da ist irgendwas. Heile ich mich vorher nochmal? Sehr schön. Erster Down. Boah, der Fisch schon wieder. Aua. Ich kann die beide gleichzeitig treffen. Cool. Da oben leuchtet wieder irgendwas. Das war knapp. Aua. Heal war wichtig. Und jetzt rein da. Exzellenter Umgang mit dem Schwert, mein Junge. In letzter Zeit werden diese Grobiane immer aufmüpfiger. Aber so ist das Leben im Grenzland nun mal unglaublich aufregend. Warum ziehst du nicht weg, wenn es so gefährlich ist? Dann müsste ich ja dieses vortreffliche Stück Land aufgeben, das mir die Herzogin großzügigerweise überlassen hat. Auf keinen Fall. Die Herzogin hat dir Land überlassen? Aber es ist doch jede Menge Land für alle da. Ah, das simple Gemüt eines Landeis. Dieses Leben ist jede Mühe wert. Ich möchte mich erkenntlich dafür zeigen, dass du mir den Panzer gerettet hast, Landjunge. Damit kannst du gewiss etwas anfangen. Viel Glück bei deinen Reisen auf dem Land. Ah ja, okay. Blutsteinkörperteil. Perfekt. Habe ich ja schon eins. Und ich habe da gerade aus dem Augenwinkel was erspäht. Nee, ich habe mich getäuscht. Ich dachte, dass der Kamm wäre schon dieses Riesenvieh, was ich vorhin kurz gesehen habe, aber ich habe mich mies verschaut. Sehr schön. Dann hole ich mir noch den Kristall. Oh, jetzt ist hier wieder ein Fisch, Mann. Komm her. Sechs Kristalle, sehr schön. Okay. Dann gehe ich mal zu dem Haus. Beziehungsweise zu dem Ding hier. Berühr's, die Strömung. Mach mir ein Haus. Betrete erstmal kurz. Levelaufstieg. 700 Mikroplastik. Was ist das denn? Okay, das ist Resistance. Also quasi wie wenn ich höhere Resistance habe, kriege ich weniger Schaden. Dann glaube ich, mache ich erstmal Leben und Resistance. Bestätigen. Sehr schön. Und Panzersammlung? Habe ich nichts Neues. Gut. Dann beende ich an der Stelle die erste Folge. Ich bin echt hyped auf mehr. Das Spiel macht echt Spaß. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin war es echt cool. Ja. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, es würde mir sehr weiterhelfen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Schreibt gerne einen Kommentar, wie ihr das Video fandet. Ja, ciao.